Hallihallo und willkommen zurück zu Final Fantasy VII Remake auf der PS5, die Integrate-Version. Um wieder etwas ins Spiel reinzukommen, als Vorbereitung auf Final Fantasy VII Rebirth, das ja in knapp einem Dreivierteljahr wahrscheinlich rauskommen wird, nehmen wir uns heute vor, den schwersten Gegner in Final Fantasy VII Remake zu besiegen. Und natürlich ist es Weiß. Und dafür habe ich schon was vorbereitet. Und zwar, wir sind hier in Kapitel 17 im Kampfsimulator und haben in der Party sind hier zu dem Zeitpunkt natürlich immer Cloud, Tifa und Aerith, aber wir werden die auch mitnehmen, weswegen wir sie auch ausgerüstet haben. Wichtig ist, dass wir bei allen dreien mindestens die Waffen alle auf Level 6 haben, auf 356 von 356 Upgrade-Punkten. Und wir verwenden hier folgende Ausrüstung, und zwar bei Cloud ist es die Hartklinge, ein Plattenschutzreif, ein Meistergürtel. Bei Tifa ist es Schlagringe, Plattenschutzreif und das Transfermodul. Wir schauen uns das Transfermodul gleich an. Bei Aerith ist es der Mithril-Stab, der Plattenschutzreif und das Diadem. Man kann hier zwar statt dem Plattenschutzreif hier auch teilweise wissen Sie, den gegebenenfalls einen Hyperschutzreif verwenden, das ist sogar noch besser. Aber ich habe hier, weil das auf jeden Fall verfügbar ist, das ist relativ einfach zur Verfügung und hat relativ kostet wenig, ist einfach zu haben. Man muss nichts Spezielles dafür machen. Ihr könnt etwas Besseres natürlich auch verwenden hier. Wir werden sehen, wir haben auch einige Slots frei theoretisch, das heißt, wir müssen nicht alle Slots belegen. Schauen wir uns mal an. Genau, wir schauen uns kurz das Transfermodul an. Das ist deswegen, das lädt jedes Mal, wenn wir einen ATB-Balken verbrauchen, lädt das Limit ein bisschen auf. Das heißt, wir müssen nicht Schaden nehmen oder den Gegner in einen Schockzustand versetzen, um das Limit aufzuladen, sondern wir laden es passiv auch währenddessen, während wir ATB verwenden, auf. Das ist auch relativ wichtig in dem Kampf, aus einem Grund, den wir noch sehen werden. Zu den Materials. Wir kämpfen gegen Weiß, der ist anfällig gegen Eis. Das heißt, wir haben bei Cloud und bei Tifa Elementaraffinität und Frost. Beide auf Maximallevel. Es ist jetzt nicht so wichtig, dass es auf Maximallevel ist. Es hilft natürlich. Macht das Ganze nicht schlechter. Aber es müsste nicht auf Maximallevel sein. Frost hingegen brauchen wir dreimal auf Stufe 3 und zwar bei Aerith auch einmal. Das heißt, hier ist es gut, wenn man auf jeden Fall mindestens 3 auf Stufe 3 hat. Bei Cloud nehmen wir auch mit Amplifikation und Zeit, damit wir uns immer wieder allen Hast geben können. Für was anderes brauchen wir es nicht. Und der Rest ist TP-Boosts und jeweils 2 für pro Charakter. Erstschlag, auch das ist bei Cloud sehr wichtig. Und MP-Boost so gut wie möglich. Das heißt, bei Cloud habe ich zweimal TP-Boost und zweimal MP-Boost und Erstschlag. Es reicht wahrscheinlich auch ein TP-Boost, der voll aufgeladen, also voll upgraded ist, oder er verwendet zwei MP-Boosts, ATP-Boosts, die einmal 30 und einmal 40 sind. Das reicht auch meistens. MP-Boost ist relativ wichtig, dass man hier relativ hohe hat. Das heißt, zwei, die auch auf Level 3, 4 sind jeweils, sind schon mindestens notwendig. Tiefer nehmen wir TP-Boost genauso. MP-Boost, Glücksboost ist eigentlich nicht wirklich notwendig. Wir haben hier noch einen MP-Boost, also insgesamt 2 hier. Bei Tifa ist es, glaube ich, nicht so wichtig. Dann haben wir ATP-Kooperation, auch der ist nicht extrem wichtig. Er hilft natürlich etwas, aber er ist eher, wenn man irgendwie gewisse Sachen versaut, dann ist es besser, wenn man hier ATP-Kooperation mit hat, weil dann bekommt man für die anderen Charaktere schneller wieder ATP. Okunagashi brauchen wir auf jeden Fall, das ist absolutes Muss in dem Kampf, weil wir dann mit Tifa viel besser ausweichen können und das ist das, was den Kampf eigentlich erst möglich macht. Bei Aerith haben wir Gebet und ATP-Boost, beide brauchen wir gar nicht eigentlich, also ich verwende sie auch im Kampf eigentlich nie, aber man könnte sie verwenden, wenn man sich daran erinnert oder weil man irgendwie MP sparen will oder nicht so hohe MP-Boost Materials hat, wie zum Beispiel hier. Ich habe hier nur zweimal Magie-Boost und einmal MP-Boost auf Level 4. Das reicht aus. Aerith braucht am meisten Magie, also am meisten MPs, weil sie zwischendurch immer wieder mal heilt, wenn man etwas versaut. Wenn man gut beim Ausweichen ist mit Tifa, dann braucht man hier nicht so viel MP-Boost. Dann kann man sich den vielleicht auch sparen oder auf Level 3 lassen. Ansonsten ist hier ein wirklich maximierter MP-Boost sicher von Vorteil. TP-Boost natürlich hier beide auf Max. Ist nicht unbedingt notwendig. Wir werden später sehen, dass Tifa oder Aerith und Cloud nehmen zu Schaden allerdings nicht so viel.
Magie Boost auf Maximum, das ist sehr gut, um schnell Schaden auszahlen zu können mit eben mit Eisgar. Heilen, damit wir zwischendurch tiefer heilen können. Und dann haben wir das Ganze, wie gesagt, die kann man sich einsparen und dann könnte man theoretisch hier auch etwas anderes verwenden, je nachdem, was lustig ist. Und deswegen ist es nicht so wichtig. Wir können hier bei Cloud zum Beispiel einen anderen Reif nehmen, der theoretisch mehr schützen würde, zum Beispiel einen Hyperschutzreif. Und bei den anderen könnte man Geometrie, also bei Aerith könnte man zum Beispiel einen Geometriereif verwenden, wenn man irgendwie mehr Materials verwenden will oder so. Damit sollte es aber möglich sein, Weiß zu besiegen. Die Strategie wird sein, dass wir am Anfang mit Cloud Hass auf alle zaubern und immer wieder Hass zaubern, bevor es ausläuft. Mit Tiefer weichen wir quasi immer aus. Und dann, wenn wir in den Schockzustand kommen, blasen wir alles rein, was wir haben. Er wechselt die Phase. Dann fangen wir an, mit allen Eisgar zu zaubern. Und dann hoffen wir, dass wir mit einem Limit und gegebenenfalls einem starken Gang von Cloud ihn erledigen können. Ich werde auch das Gamepad hier jetzt einblenden, damit wir auch sehen, was los ist. Moment kurz, muss ich noch anstecken. So. Jetzt. Sorry, kurze Verzögerung. Und ich werde die Kämpfe, die ich nicht schaffe, rausschneiden. Es ist so, mit dem Setup und mit der Strategie gelingt nicht jeder Kampf. Und je besser man mit Tiefe ausweichen kann, desto besser gelingen die Kämpfe. Aber auch da würde ich sagen, dass man sich mindestens mit 20% Fehlerrate einstellen muss. Und zum Lernen würde ich sagen, sicher 5-6 Versuche auf jeden Fall, wenn nicht sogar 10 Versuche. Dann klappt es eher konsistent mit jedem zweiten Versuch oder jedem dritten Versuch, auf jeden Fall. Ja. So, dann nehmen wir hier Cloud Tief von Aerith und wir sehen uns dann. Ich werde den Kampf natürlich nebenbei, also nicht live kommentieren, sondern nebenbei kommentieren. Und wir sehen uns dann nach dem Kampf wieder. So, und jetzt schauen wir uns das direkt im Kampf an. Das erste, was wir machen, wird zaubern Hass der Falle. Und dann wechseln wir zu Tiefer und laufen mal davon. Beim Davonlaufen ist so, Weiß hat drei verschiedene Angriffe in der ersten Phase. Und zwar ist das Aufspießen, Klingenhieb und Kreuzhieb. Ich glaube, er macht jetzt gleich einen davon. Schau mal, irgendwie. Genau, Klingenhieb. Bei den drei verschiedenen, da ist der Kreuzhieb und das Aufspießen sehen wir später auch nochmal. Die alle haben unterschiedliche Fenster, wie man ausweichen muss. Hier sieht man, beim Kreuzhieb ist es okay, wenn man es genau timet. Also sobald er hier ist, einfach ausweichen. Also sobald er nahe bei einem steht, ausweichen. Beim Aufspießen ist es so, dass man kurz bevor er da ist, muss man auf ihn zulaufen und dann ausweichen drücken. Also wir weichen immer mit Ukanagashi aus. Das ist R1 und dann Kreis. Und hier wieder R1 und Kreis, genau wenn er da ist. Das Problem ist beim Kreuzhieb, der Kreuzhieb ist komisch. Wir sehen es hier, man muss da relativ spät ausweichen und das funktioniert nicht immer. Das heißt, Kreuzhieb ist der bei mir am wenigsten oft funktioniert. Aber prinzipiell sind alle drei quasi erlernbar. Man muss nur das Timing halbwegs erlernen. Hier eindeutig versaut. Aber ist kein Problem. Wir haben mit Aerith genug Mana mit, dass sie hin und wieder heilen kann. Solange wir mit Cloud immer Hast zaubern, so wie wir jetzt wieder Hast auffrischen, ist es kein Problem, dass Aerith genug ATB hat, um ihn immer wieder zu heilen. Ja. So, das machen wir jetzt eine Zeit lang, bis die Schockleiste von Weiß fast ganz voll ist. Und dann versuchen wir uns etwas zu timen. Und zwar, ja, das ist wieder ein Fehler, versuchen wir uns so zu timen, dass Aerith idealerweise mindestens einen ATP-Balken komplett voll hat oder sogar mehr voll hat, bevor wir versuchen, Weiß in den Schockzustand zu versetzen. Und weil wir sowieso Zeit haben, versuchen wir auch zwischendurch immer wieder einen ATP-Balken von Tifa aufzubrauchen, um unser G-Level zu heben, auf Level 2 hier jetzt eben. Wir sehen an den roten Fäusten, wir machen hier mehr Schaden und so, das ist alles super. Aber wir verbrauchen vor allem diesen ATP-Balken, den wir über das Transfermodul dann quasi in eine Aufladung vom Limit-Balken verwandeln. Das heißt, das zahlt sich sogar teilweise aus, nicht nur quasi das G-Level aufzuladen, wenn man noch nicht voll ist, sondern auch wenn man schon voll ist und sowieso zwei ATB-Balken hat, weil durch das Ausweichen und den
den Fokusschlag, kriegen wir so fertig die Balken, dass wir das machen können. So, und hier gibt es jetzt in ganz schneller Reihenfolge, wir machen den rechtschaffende Faust mit Tifa zweimal. Wir versuchen mit Cloud zu Weiß zu kommen und mit Aerith schauen wir, dass die zwei Balken aufbaut. Und dann machen wir eine Strahlvergeltung. Dann machen wir mit Cloud Ende des Schreckens. Ende mit Schrecken, sorry. Und dann mit Tifa so lang Balken aufbauen, bis Aerith quasi ihren Strahl fertig gezaubert hat. Dann wieder auf Aerith wechseln, wieder angreifen, bis sie einen Balken hat und dann einen Magiekreis zaubern, und zwar auf Cloud oder auf Tifa. Und dann passiert das, was du hier gesehen hast, der Schockzustand ist dann schon zu Ende und wir versuchen mit den Leuten, die gerade ATB haben, so viel wie möglich Eisgar im Magiekreis auf Weiß zu zaubern. Das steigert seine Schockleiste extrem schnell, wir sehen das hier gerade. Speziell wenn wir es mit Aerith machen, weil das hier ja extrem viel Magieangriff. Und das machen wir so lange, bis Weiß entweder in den Stockzustand geht oder in die nächste Phase geht. Hier haben wir einen Stockzustand, manchmal geht er in die nächste Phase, das ist beides gut. Und dann versuchen wir so schnell wie möglich hier nochmal rechtschaffende Faust, dann Limit, dann mit Cloud hier einen. Versuchen einen Enemy checken und dann mit Aerith nochmal Eisgard drauf zaubern im Magiekreis, und das war's eigentlich. Wir haben gesehen, wir brauchen nicht alles von dem, und wir haben gesehen, es bleibt etwas Mana über, das heißt, man kann mit den Materials noch einiges optimieren, aber prinzipiell geht es ungefähr so. So, es hat zwar einige Versuche gedauert, aber so ungefähr sollte es dann funktionieren. Es kann sein, dass am Ende in dieser Phase, in dieser zweiten Schockphase, noch irgendwie überlebt und dann in eine dritte Phase kommt, wo es dann relativ leicht ausweichen kann mit Tifa, und dann muss man wieder in die Schockphase bringen und dann beim dritten Mal klappt es auf jeden Fall. Man muss nur schnell genug sein, man darf in der ersten Phase nicht zu viele von den, das Ausweichen darf man nicht zu oft daneben gehen. Sonst ist man oft in der Bredouille, dass man keine Zeit mehr hat und seinen ultimativen Angriff nach dem zweiten Stockzustand macht und man keine Zeit mehr hat, ihn zu besiegen. Aber mit ein bisschen Übung und mit einigen Materials ist das kein Problem. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächstes Mal bei Final Fantasy VII Remake oder Rebirth.